Da der Herr nicht reden will, sondern nur putzt, ja, sage ich mal einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Wir haben Samstag, den 11.05. Wir haben es kurz vor 8, viertel vor 8. Kommt hin. Ja, bereiten das vorne schon mal vor, wollen uns nämlich gleich Brötchen holen und dann geht es hier wieder zurück, weil wir hier dann hier frühstücken. Frühstücken, genau. So sieht's aus. Es ist etwas trist draußen, ein bisschen regnerisch. Also ja, dementsprechend ist auch halt mehr Feuchtigkeit im Auto. Aber das stört uns nicht, ob das heute regnerisch ist oder nicht. Wir machen immer das Beste draus. So ist es. Wunderschönen guten Morgen, brauchen wir gar nicht mehr wünschen. Wir sind ja schon am Morgen. Ja, der Stefan, der möchte jetzt mal wieder die Drohne starten lassen. Und wir gucken mal, ob mit Kalibrierung oder ohne Kalibrierung. Ja, und wir hatten auch einen schönen Spaß beim Frühstück. Und zwar an unserem Platz war gerade eine Fahrschule mit Motorrad. Und der ist an und übers Hütchen gefahren. Und der Fahrlehrer nur am Rumpupen und Rummeckern. Ach, macht das Spaß am frühen Morgen. Ja, hinter mir, das ist die Kleingartenanlage zum friedlichen Nachbarn, bekannt aus von Vox, Ab ins Bild und andere Serien, Formate. Und jetzt drehe ich mich mal und dann sehen wir mal, da ist so ein Kreisel, da ist auch gerade der nette Fahrschüler und da steht unser Bulli, also mittendrin im Gewerbegebiet hier in Bochum-Gerte. Die Nacht war richtig ruhig, also das war nicht mal ansatzweise anstrengend oder problematisch, anstrengend ist es ja eh nicht. Also ruhig, man konnte gut schlafen, ein bisschen hat es geregnet, Wetter sieht man ja, ist auch nicht so bombastisch gerade, aber das stört uns nicht, denn wir wissen, dass es noch gut wird. So, Stefan ist aber fertig am Kalibrieren, dann lässt er jetzt die Drohne starten, ja, und ich mach die Kamera aus, weil der Arm wird mir schon wieder zu schwer. Eben waren wir noch oben, jetzt sind wir direkt beim friedlichen Nachbarn im Kleingärtnerverein. Genau. Und das ist hier die Übersichtskarte. Und jetzt gucken wir mal. In die Richtung hin, irgendwas hiervon muss. Die Parzelle von Klausi und genau, die Parzelle von Ralle sein. Bekannt, wie gesagt, von Ab ins Beet. Diesen Wagen haben ja die Damen, deshalb ist er pink, mit Klaus Ralle fertig gemacht. Was neu dazugekommen ist, das wissen wir, ist dieses Pferd. Also damit wahrscheinlich die Kinder wirklich dann so tun können, ja, ein Gespann, ein Gespann, ne, zu machen. Zu einer Kutsche gehört auch ein Pferd. Auch die Holzbretter da dran, die sind auf jeden Fall neu gemacht. Musste ja wahrscheinlich auch mal zu vermodert. Ja, hier war Tanz in den Mai, man sieht es noch an dem Gestell. Und diese Hütte, die man dort sieht, das ist in der aktuellen Ausgabe von Ab ins Beet, die sie machen. Wenn ihr dieses Video seht, ist es auch schon mal Ab ins Beet fertig erstellt, genau, weil wir kommen ja ein bisschen später. Ja. Aber wir sehen es vor der Live-Sache. Genau, und zwar schon fertig. Ja, das ist die Hütte von Klaus, von Klausi. Genau. Da musste er ja sein Pool neu gestalten. Da hinten steht er.
gerade abgedeckt. Ich glaube, der ist noch nicht mehr so wirklich gerade im Einsatz. Kommt im Sommer bestimmt wieder. Also mich würde es wundern, wenn er jetzt im Einsatz ist. So, und das war's wieder, unser Besuch beim friedlichen Nachbarn. Genau, wir werden jetzt wieder zum Bulli gehen. Genau, und dann geht's, keine Ahnung wohin, wir sind noch am Überlegen. Schauen wir mal. So, wir sind schon wieder beim Einkaufsladen, weil wir vergessen haben, entsprechend, also wir haben viel eingekauft, das wollte ich sagen, und an sich auch für morgen, aber wir haben was vergessen. Und zwar haben wir Erdbeeren gekauft und Erdbeertörtchen machen mit Sahne. Ja, aber wir haben die Glasur vergessen. Oder dieses Gelee kann auch wieder Ding, als das erzählt euch dann Stefan nachher. Tja, also wieder zum Einkaufsladen und leicht shoppen. So ungefähr 240 Kilo dürfen wir ja noch. Unsere Weiterreise verzögert sich gerade ein bisschen, denn das kennt man im Camperleben. Dann gibt es immer mal wieder Schwierigkeiten und wir haben gerade ein bisschen VW-technische Schwierigkeiten, genau. Ladeschwierigkeiten. VW hat so eine schöne, wie nennt sich das, was haben wir mitbestellt für 80 Euro, einen Campinganschluss verbaut. Problem ist, da kommt kein Strom mehr raus. Und Batterie ist voll und Alle Sicherungen, die dazu führen, sind auch voll. So, also wird jetzt direkt wieder auf die Batterie geklemmt. Mit anderen Worten, der Mann wird langsam sackig. Aber ja, wenn er nachher wieder fahren darf, ist alles wieder wunderbar. Ich habe es auch etwas geschafft. Ich blende es mal gerade hier ein. Ja, das ist das, wenn man seinem Mann einen Arschtritt geben will und dann fällt das Handy raus. Ja. Dementsprechend ist jetzt ein Sprung, Gott sei Dank nicht im Handy, sondern in der Schutzhülle. Brauche ich dann eine neue Schutzhülle? Habe sie so notdürftig mit Bluefix momentan gemacht. Fühlt sich sehr glibberlich an, aber so kann wenigstens nichts weiter passieren. Ja, der Mann ist jetzt am Schrauben und am Drehen und am alles und ich sitze hier rum und könnt ihr das jetzt kommentieren, was der Mann da macht. Aber das Problem ist, wenn man was kommentiert, müsste man davon Ahnung haben. Ich wollte gerade sagen, hast aber keine Ahnung davon. Ich habe davon null Plan. Ja gut, er macht mal und ich schaue mir einfach mal diese hübsche Gegend an, die wir hier haben. Die ist ja so richtig toll, aber ich bin jetzt stundenlang hier. Also sehen mal zu, dass das schneller fertig wird. So, Reparatur ist erledigt. Alle Batterien bekommen Strom, wie es sein soll. Wenn es Marke Eigenbau ist und nicht Marke Volkswagen. Dazu wird aber Stefan, glaube ich, gleich nochmal explizit was sagen, weil er alles verstaut hat. Wir haben immer noch keinen Plan, wo es jetzt hingehen soll. Wir haben zwei Orte, wo es hingehen könnte. Ich bin gespannt, für was wir uns entscheiden. Ja. Hallo. So. Ja. Campinganschluss überbrückt, direkt auf die Batterie geklemmt. Wunderbar. Läuft. Es gibt zwar wieder Fehler in der Elektronik, aber wenn VW das nicht hinkriegt, ist es Pech gehabt. Dann werden die Fehler gelöscht und fertig. Ist ja nicht so, dass jetzt der Motor nicht mehr läuft oder sowas. Es ist dann nur, dass der Ruhestrom angeblich nicht passt und ja, gut. Jo. Jetzt überlegen wir uns, wo es hingeht. Jetzt überlegen wir uns, wo es hingeht. Tja, zwei Orte haben wir. Entweder Trier oder Gröde. Was macht man jetzt am besten? Ja, weil beide Wetter sind ja relativ gut. Nochmal aktuelleres Wetter gucken sozusagen, also was jetzt aktuell ist. So, also in Trier regnet es aktuell. Mhm. Volles Rohr und erst heute Abend schön. Oder besseres Wetter.
Morgen 14 Grad und in der Nacht kriegen wir 3 Grad, also ziemlich kühl. Und in Gröde jetzt pure Sonne, bei aktuellen 13 Grad, wird heute Nacht auf 8 Grad runtergehen, also etwas wärmer. Morgen auch pure Sonne und ja, Sonntag, also ist ja morgen, Montag schön, Dienstag schön, also... Also eigentlich spricht es eher für Gröde, ne? Eigentlich ja, aber das ist noch eine ganze Ecke. Ich kann ja mal kurz das annavigieren. Das war die falsche App, nehmen wir die so lange. Gröde, gerne. Müssen wir selber hier mal eingeben. Ja, da muss man wohl noch dazu schreiben. Niederlande, ah, da haben wir es. 3 Stunden, 1 Minute, also 305 Kilometer. Also 610 Kilometer. Hin und wieder zurück, richtig. Ja, aber das ist geiles Wetter eigentlich. Und wir kennen den Platz da, der ist auch richtig schön. Der war schön, der Campingplatz. Der war richtig schön. Ich würde sagen, wir fahren für 2 Tage da auch hin. Genau. Das ist ja so, wie als wenn wir an die See fahren. Genau. Und von daher ist es ein Urlaub vom Urlaub. Genau, wir machen jetzt nochmal einen Urlaub im Urlaub. Genau. Und das kann man nur beim Camping, das ist das Schöne. Du kannst richtig im Urlaub nochmal einen anderen Urlaub machen, weil er anders ist. Das ist das Geniale. Gut, dann... Pack mal's. Entscheidung ist getroffen, wir fahren nach Gröde. Und ja... Actioncam wird auch geladen, damit wir schöne Bilder aus Holland zeigen können. Genau, die Straßen sind übrigens besser. Zwischenstopp in Kempen. Und zwar, ich glaube, man hört es auch. An der Zapfsäule. Ja. Wenn wir nach Holland fahren, dann werden wir natürlich jetzt nicht so doof sein und in Holland tanken, sondern werden vorher schön auch in Deutschland tanken. In den Niederlanden könnte es teurer sein, ja? Oder teurer. Also sein. Ist es normalerweise. Und zurück müsste dann mal gucken, dass man über Luxemburg kommt. Dann würde man wieder sehr günstig tanken, aber. Mal gucken. Das weiß man nicht, dementsprechend tanken wir besser hier und dann wollen wir mal gucken, ob wir auch noch eine Pause machen, das wissen wir auch noch nicht. Oh, schon voll. Tja, das ging mal schnell. Und schon so schnell sind 40 Euro weg. Naja, 39, ja. Ja, der Euro. Der Euro macht jetzt den Kohl fett, ne? Unfassbar, der Bengel. Wir sind angekommen, also so halb. Wir sind zumindest schon mal in den Niederlanden. Pack die Sachen der Drohne weg, musste ich ja nochmal laden, weil das dann doch irgendwie sich entladen hat, ne? Ja. Obwohl nicht benutzt. Wir machen jetzt einen Zwischenstopp, machen nämlich jetzt Kuchenzeit, also in dem Sinne Kuchenzeit. Jo. Und dazu brauchen wir so ein bisschen was vorbereiten. Tee? Ich weiß nicht, ob ich einen Tee haben möchte. Ich würde auch einen Kakao eher trinken. Gut. Aber den Topf brauchst du trotzdem für die Geleemasse. Stimmt. Den kleinen. Ja, so. Was es geben wird, das zeigen wir euch dann gleich, wenn es fertig ist. Und dass man Messbecher an Bord hat. Genau. Jetzt machen wir Sahne. Nicht lange bitte. Und Butter mal in die Luft. Ja, alles gut. So, auf rein. Sahne. Kannst du ja auch machen. Wir können auch reingucken. Tja. Sieht ganz danach aus. Da haben wir Schlagsahne. So das, einfach geht es. Genau. Ohne Elektrik kann man auch heutzutage auch Schlagsahne machen. Ja, Mixer könnten wir darüber auch betreiben, aber das alles wieder mitzuschleppen ist auch Quatsch. So, das heißt, ihr wisst, es gibt irgendwas mit Schlagsahne. Was genau? Wird immer noch nicht verraten. Sahne ist süß, Sahne ist geschlagen, Erdbeertörtchen sind belegt.
Es gibt nämlich noch gar nicht, was es gibt. Genau, deswegen sage ich ja, es gibt nämlich Erdbeertörtchen. Die ersten in diesem Jahr, für uns zumindest. Wir haben uns vorhin schöne leckere Erdbeeren geholt und haben die hier zurecht gemacht mit ja, oben noch so ein Gelatine-Zeug da drauf und dann das allerdings fertig gekauft, wie auch die Törtchen selber, die hier herzustellen. Naja, nichts ist unmöglich. Man kann ja auch hier backen, aber naja. Ja, man kann es auch mal sein lassen. Man kann es auch mal sein lassen, man muss es nicht übertreiben. So, von daher, guten Hunger. Guten Hunger. Voll gefuttert, war sehr lecker. Ich weiß nicht, was das soll, mein Handy bzw. mein Navi will immer wieder zurück nach Hause fahren. Das machen wir aber nicht. Wir fahren das weiter. Knapp eine Stunde haben wir jetzt Pause gemacht, haben gut gegessen, wie ihr gesehen habt. Ja, und jetzt geht es ab zum Campingplatz. Ja, heute wird gestartet. Machen Ziel Gröde. Genau, heute werden wir mal auf einen Campingplatz weiter Richtung gehen. Nordwest auf Ritzweg A67, dann auf A67 fahren. Hättest du mal die Klappe? Labert das Navi dazwischen. Gut, was man. Na gut, es labert, dann lassen wir es labern, dann fahren wir einfach mal los. Ne? So geht's. Wir sind angekommen. Strahlender Sonnenschein. Ja, man sieht es schon an unseren Gesichtern. Also wir strahlen genauso. Genau. Ja, wir nennen es, ich glaube, Seecamping Gröde in den Niederlanden. Direkt an der Nordsee. Also das sind, glaube ich, jetzt keine 5 Minuten Fußweg, dann sind wir an der Nordsee. Ja, da werden wir auch gleich nochmal hinschauen. Genau. Also wir werden das mal uns richtig genießen. Oh, den Platz werden wir dann vielleicht auch mal kurz so filmen, damit ihr mal wisst, wo wir hier sind. Ist klasse hier, man hat hier gratis WLAN, also kann man und wir kann haben jetzt von der Service für gar nicht zwei sein. Nächte 54? 54, aber auch Hauptsaison, glaube ich, ne? Oder? Ne, ist Nebensaison, aber 54 Nebensaison, Euro für zwei Personen, ja. Wie gesagt, gratis WLAN und jetzt kommt der Clou. Da ist das Toilettenhäuschen. Duschhäuschen. Das heißt, wir haben es eigentlich die Dusche direkt vor Ort. Also da können wir echt nicht meckern. Ja, jetzt werden wir das mal einfach hier genießen. Zwei tolle Tage in Gröde. Ganz wichtig, hier ist es nicht erlaubt. Kein Camping, kein Zelten. Also deshalb sind wir auch, muss man eindeutig sagen, auf einem Campingplatz. Normalerweise sind wir auch Freisteher, lieben es frei zu stehen und dann den Hoppelhasen. Guck mal, ja. Oh Mann, die sind ja niedlich. Also ein Hoppelhase. Der ist ja sehr niedlich. Der muss jetzt drauf. Wenn man schon mal einen Hoppelhasen in den Niederlanden sieht, muss man auch einen Hoppelhasen drauf machen. So, noch ganz schön klein. Genau. Auf jeden Fall, wo waren wir? Also wir würden normalerweise auch frei stehen, das ist uns lieber, aber hier in den Niederlanden hast du kaum Möglichkeiten und also der Campingplatz ist auch wirklich super. Also wie gesagt, wir waren September, unserem letzten Jahresurlaub, schon mal hier. Ja. Und sehr, sehr schön. Jetzt ist es wieder genauso schön. Plus, es ist noch schöner, weil wir haben diesmal keinen Regen. Nicht so wie beim letzten Mal. Die Mauer wurde wieder aufgebaut, diesmal in Silber, dahinter der Koch. Es ist stark windig, wir wissen wirklich gar nicht, ob wir das so planen wollen, wie es ist. Denn, ein Ultimatum behärtet. Genau, denn dahinter ist das Kochteil halt, die Kochplatten, denn wir wollen gucken, ob das damit geht. Ist eigentlich zum ersten Mal, dass wir es wirklich ausnutzen.
beim Wind. Und dann ganz neu, erst diese Woche bekommen, das Moskitonetz für den T5, T6, damit diese lästigen Viecher, die wir immer wieder bekommen, halt da nicht reinkommen. Außer wir machen es wie jetzt gerade mal auf, aber im Regelfall kommen die Viecher ja dann, wenn man nicht gerade in der Nähe ist. Und ja, auch das hat einen kleinen Härtetest jetzt bei dem Wind, den wir haben. So, ich bin gespannt, ob das mit dem Essen alles so funktioniert. Wie gesagt, es ist sehr windig. Wir werden euch auf jeden Fall informieren. Äckchen. Essen gekocht, leckere Sachen auf dem Tisch. Gibt eigentlich was Schnelles, ein bisschen Hähnchenfleisch, Nudeln und Brokkoli und Blumenkohl. Das Ganze in einer schönen Soße zusammengemischt. Ja, dazu ein Gläschen Wein. Marcel hat ein anderes wie ich, wie man schon schön sehen kann. Genau, ich habe so einen Roséwein, Marcel hat einen Weißwein. Ja. Du hast Feinherb, ich habe süß. Genau, so ist es. Also von daher, guten Hunger. Guten Hunger. Der zweite Abend bricht an. Gestern noch in Bochum-Gerte gewesen, bei den friedlichen Nachbarn. Heute in Gröde, Niederlande, das wollte ich sagen. Wir werden uns jetzt es gemütlich machen, werden noch ein paar YouTube-Filme uns anschauen, weil netterweise haben wir da den Router, das heißt, wir können wunderbar WLAN schauen. Ja, und dann geht es morgen oder nächste Folge weiter. Ihr werdet es sehen, was ich da einblende. Lasst euch einfach überraschen. Liken, abonnieren, teilen könnt ihr immer wieder, sagen wir mal schon zwischendurch. Ja, und dann hat das letzte Wort der Mann dahinter. Ich wünsche eine gute Nacht nachher. Tschüss.